soweit alles. Ja, also ich werde hier mal ein bisschen so nebenbei meinen Saisonmodus zocken. Und wie ich sehe, funktioniert alles. Das ist sehr schön. Und nebenbei läuft ja der Playoff. Ja, der Playoff-Modus, den spiele ich ja. Laufen die Playoffs in der DEL. Und ich mache da so einen kleinen Stream jetzt. Und zwar also die Ergebnisse: München spielt gegen Bremerhaven, kommt übrigens auch live auf Sport1. München führt 1 zu 0. Eisbären gegen Wolfsburg 1 zu 2, da ist jetzt auch Drittelpause. Und Nürnberg führt 2-0 gegen Köln und Ingolstadt liegt 2-0 zurück gegen Mannheim. Und nebenbei werde ich so ein bisschen, also ein bisschen Eishockey spielen, was dazu passt. Wir haben übrigens einen Zuschauer, kann ja gerne mal was in den Chat schreiben. Ich spiele natürlich mit den Eisbären, versteht sich. Und ja. So. Verkackt. Einfach nur ein Wort. Verkackt. Einfach nur verkackt. Ich stell mal ein bisschen leiser. Immer noch ein bisschen leise. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ja, besser. Nöbels. Also ein Zuschauer kann gerne mal was in den Chat schreiben, wäre ich sehr, sehr dankbar drüber. Jawohl. 1-1. Jetzt noch mal gucken, wie die Ergebnisse sind. Sollte jetzt eigentlich überall Drittelpause sein. Ist auch 1-0 führt München, also alles so wie gehabt. Ich bin jetzt so scheiße schlecht.
So, raus das Ding. Bitte mal was in Chat schreiben, wäre ich sehr dankbar drüber. Habe ich glaube ich schon mal gesagt. Boah, geil. Es gibt eine Strafe für Schwenningen. Wegen Stockschlags. 2 Minuten Zeitstrafe. Hä, du warst das? Okay, hä? Das liegt aber an dir. Mal mit den anderen probieren. Tür zu. So, Ecken. Jawohl, ganz stark. Aber genau gewartet, bis er reinläuft, James Shepard, und das ist das 2:2. Fünfzehnte Saisontor für James Shepard. Damit ist das auch das 2:2. Den Strahlmeier hat ihn. Schiliati. Was ist das denn?
Okay. Verstehe ich zwar gerade nicht, aber gut. Weil eigentlich war mein Controller angeschlossen, aber. So, ein Zuschauer könnte gerne mal was in den Chat schreiben. Ich krieg zwar ein Bugcheck hin, aber. Oh. Fischbuch. Stellen für Louis Marco Brie 2 Minuten in Unterzahl. Starke Parade von Bianen. Ganz stark gehalten. Da stand ich nicht gut gerade. Scheibe geht raus. Oh, es gibt noch mal eine Strafe. Ist natürlich ärgerlich. 5 gegen 3, das 53 Sekunden. Da ist jetzt ein Bulli-Gewinn ganz wichtig. Scheibe raus. Tamen. Schuss. Noch 32 Sekunden in Unterzahl. Kayuma. Och Mann! Das stehe ich mit Hörtler total falsch. Und dann ist es doch noch ein Powerplay-Tor. Aber eigentlich ganz gut gelöst. Das ist natürlich dumm, was ich da mache. Sehr, sehr dumm. Schwenningen nutzt das halt sehr, sehr gut aus. Buchwieser. Strahlmeier. Zwei Zuschauer, schreibt doch mal bitte gerne was in den Chat.